Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 28. Juni, eine Woche vor der kommenden Plenarwoche. Wir haben 10.11 Uhr. Ausnahmsweise, warum auch immer, können wir kein Streaming machen, sondern haben eine reine Aufzeichnung gestartet. Und von daher würde ich jetzt vorschlagen, wir steigen aufgrund der Vielzahl der Themen direkt spontan ein. Einmal kurz geschaut. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ich sehe 13 MDL, demzufolge nach sind wir beschlussfähig. Damit können wir auf Top 0 gehen. Feststellung der Beschlussfähigkeit, noch einmal zur Bestätigung, wir sind beschlussfähig. Abstimmung über nicht öffentliche Teile, ich erläutere noch mal ganz kurz. Top 9, 15 Minuten, vielleicht schaffen wir es schneller. Besetzung Europa, da wird es noch einen kurzen Gesprächsbedarf geben, aber ich denke mal, dann kriegen wir das eingetütet. Top 10 habe ich jetzt mal angesetzt, mit sicherheitshalber 20 Minuten. Die Zeit sollten wir uns auch gönnen. Das geht um den Enquetebericht der EK4. Der ist ja schon vor ein paar Wochen beantragt worden, im nicht öffentlichen Teil. Top 11 hoffe ich, dass wir in 5 Minuten, es geht nur kurz um die Infos, die Michelle in kleineren Runden auch schon am Wochenende kundgetan hatte zur Bundespräsiwahl. Und die Tops 12 bis 16 im Rahmen der Personalia-Entscheidung, denke ich mal, sollten wir in 10 Minuten durchgehandelt haben. Großen Diskussionsbedarf sehen wir da nicht. Wir kämen also theoretisch gesehen auf 50 Minuten. Dietmar, bitte. Ich hatte noch einen strategischen, nicht öffentlichen Teil angemeldet. Oh, entschuldige, dann ist der durchgeflutscht. Der ist irgendwie durchgeflutscht wahrscheinlich. Jedenfalls wegen steht Haushalt, er nicht. Wegen Haushalt, ne? Bitte? Wegen Haushalt? Ich denke 5, mehr brauchen wir nicht. Also ich möchte nur andeuten im Übrigen, dass die Personalgeschichten extrem wichtig sind. Ja, ich will nur gerade gucken. Zur Not könnten wir die. Okay, also machen wir jetzt. Komm, 60 Minuten. Okay. Können wir so damit leben? Spricht sich da jemand gegen aus? Nicht? Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir mal so durchstarten. Top 1, Genehmigung des Protokolls von letzter Woche. Gibt es Rückfragen? Nicht. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Vielen Dank für die Annahme. Guten Morgen. Top 2, Bericht der Pressestelle mit einer kurzen Erweiterung von mir, wenn ihr möchtet. Erstmal, Jens, schön, dass du wieder da bist. Freut mich tierisch. Und ja, danke. Ich brauche auch nichts, weil ich war ja 2 Wochen nicht genau, da. Genau, du warst ja nicht da. Ist das ganz kurz. Gibt es etwas Aktuelles aus der Presse im Nachgang von heute, vielleicht wegen gestern Verfassungskommission? Ich habe selber auch noch nicht schauen können. Ich habe gerade die Presseschau rumgeschickt. Das ist natürlich Thema. Ja. Kann sich jeder durchlesen. Diese enttäuschenden Ergebnisse, die auch als enttäuschend entsprechend bewertet werden. Und ja. Schaut es euch an. Okay. Tina, im Rahmen der Planungen, wir haben ja anstehen NRW-Sommerfest und Gamescom. Ich kann den Gamescom-Part eben kurz 2, 3 Worte zu sagen. Kannst du eben von gestern noch mal was zum NRW-Tag verlieren? Weil das steht ja auch an. Was jetzt die Landtagsverwaltung uns da erzählt hat. Also da ging es ja eigentlich nur um die Rahmenbedingungen, Uhrzeiten, Anfahrtswege und. Was wir jetzt alles noch planen müssen, das ist ein Riesenwust und bei jedem Punkt ploppen noch 16 Unterpunkte auf, also da müssen wir echt Gas geben. Genau, kurze Spaßinfo, also wir werden dann hier auch unsere Terrasse rechts nutzen können, also hier drüben die Terrasse, da lassen wir uns dann auch was Schönes für einfallen. Wir haben gestern nochmal auch in der Runde
für die Gamescom ein paar Dinge festgezurrt. Aufgrund der schönen Geschichte, dass in Berlin der E-Sports-Antrag Digitale Stadt von Piraten, Grünen nach Mithilfe von SPD, CDU angenommen wurde, werden wir da mal Kontakt aufnehmen, inwieweit wir diese Aspekte dann da auch noch mit reinziehen können, dass wir vielleicht über alle Fraktionen aller Länder da was noch zur Gamescom hinkriegen. Wir waren sehr positiv überrascht und wir sehen uns mittlerweile ganz gut für die Gamescom gerüstet. Gibt es Rückfragen zu dem im Augenblick zwangsbedingt sehr kurz gehaltenen Berichten aus den Bereichen Pressekommunikation? Eins fällt mir noch gerade ein, was sehr positiv rüberkam. Vergangene Woche war das gesteigerte Informations... Natürlich. Die gesteigerten Ansagen seitens der Landtagsverwaltung. Es war der Jugendlandtag und der ist pressetechnisch deutlich stärker aufgenommen worden als die Jahre zuvor, was uns alle sehr, also zumindest die Leute, die beteiligt waren, es war ein sehr toller Jugendlandtag und die Presse hat das sogar mal ein bisschen stärker aufgegriffen als die Jahre zuvor, sowohl kommunal als auch überregional. Aber immer noch nicht so sehr, wie man sich das eigentlich wünschen würde, aber es war doch eine Steigerung zu verzeichnen. Und insgesamt galt es als ausgesprochen konstruktiver Jugendlandtag mit einer ausschließlichen Piratentagesordnung. Von BGE über Wahlalter 16 plus den zwei regulären Bildungsanträgen. Das war sehr schön. Dann sind wir diese Woche, genau heute unter anderem, Gelsenkirchen. Die sichere Stadt Gelsenkirchen, die zukünftig videoüberwachte sichere Stadt Gelsenkirchen. Da stehen wir heute von 10 bis 14 Uhr. Leider läuft der Stream nicht. Bisschen ärgerlich. 29. Juni sind wir morgen also in Mörs auf dem Neumarkt. Recklinghausen, Bornheim, Floto, genau, steht im Protokoll. Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäfts Saber Dietmar. Ja, ich meine, wir könnten vielleicht die Gelegenheit nutzen, wo die Weltöffentlichkeit nicht zuguckt. Wir machen das mal vielleicht wie im Plenum. Der Michel, der hatte heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Der feiert mit uns in der Fraktionssitzung. Sekt. Von der Strippe. Uiuiui. Also müssen wir jetzt immer Blümchen. Nicht so Blümchen, das habe ich nicht organisieren. Nur wenn du so Origami-Blümchen fallen kannst. Oh, dann ist die Sitzung gelaufen. Ja. Hartmut. Ja, wir haben in der letzten Woche eine Reihe von Bewerbergesprächen geführt. Da gibt es ja auch noch ein paar Vorlagen, die kommen ja noch, die stehen noch zur Entscheidung an. Der Wirtschaftsprüfer war da und hat sich den Rechnungsabschluss angeguckt. Der Prüfungsbericht wird so fristgemäß vorliegen, dass wir das am 30.06. einreichen können bei der Landtagsverwaltung. Die Rückkanaltechnik, heute sollte ja eigentlich die erste dezentrale Fraktionsveranstaltung stattfinden. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, weil wir uns nicht der Gefahr aussetzen wollen, dass da vor Ort etwas nicht funktioniert. Also da werden wir noch ein bisschen am Perfektionismus arbeiten. Heute ist am K-Office der Start der ersten Befragung. Also heute 250 Fälle und morgen 250 Fälle. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir hatten gestern das zweite Netzwerkmonitoring. Da wird jetzt ein Bericht, der kommt relativ schnell, ich denke, der wird in zwei Tagen da sein. Das Fazit ist, wir haben zwar eine ganz gute Kontaktzahl, allerdings nicht in bestimmte Richtungen. Wir organisieren uns thematisch nicht konzentriert genug. Da müssen die Accounts der einzelnen Abgeordneten und der Fraktionsaccount, da können wir noch einiges machen. Da ist deutlich Luft nach oben, wird auch in der Präsentation deutlich, die wird, ich denke mal, am Mittwoch verschickt. Das sind so ungefähr 20 Charts. Die sind auch noch Themen für jeden, der sich sein Thema angucken will, kann er das machen. Wenn Fragen sind, bitte gerne an mich weiterleiten, die richtig an Sam weiter, sodass wir da auch sofort Antworten geben können. Digitaler Kompass ist ein bisschen im Zeitverzug, also hier Beschlusslage ist alles wunderbar, Inhalte alles wunderbar. Wir müssen aber die Broschüre jetzt in den Druck bringen und da sind wir ein bisschen in Zeitverzug, das müssen wir irgendwo noch hinkriegen in dieser Woche. Das wär's. Gut, ich mache mal weiter. Der Grumpy möchte arbeiten. Muss arbeiten. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Ideen zu
den Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen von gestern. Ja, ich fange mal kurz an. Wir haben gestern eigentlich im Kernarbeitskreis 1 aktuelles 50 Minuten über den Brexit gesprochen. Und ansonsten waren, glaube ich, alle, Nixus, ich und auch noch alle anderen mehr oder weniger Involvierten in die Antragsarbeit involviert. Also ich war danach in keinem AK mehr, weil wir alle möglichen Anträge finalisiert und bearbeitet haben, sodass sie heute vorliegen können. Abgesehen davon gab es natürlich auch die Präsentation unseres Netzwerkanalysespezialisten, die ich zumindest teilweise gesehen habe, aus der man hoffentlich noch die entsprechenden Schlüsse zieht, wie wir uns auf Twitter besser positionieren können. Da gibt es, glaube ich, ganz gute Ratschläge auch an alle. Und ansonsten gilt das, was der Tom sagte, auch ich war da noch mit einem Antrag beschäftigt. Und interessant vielleicht noch, wir haben ja nicht nur über den Brexit gesprochen, sondern durchaus auch die Erkenntnis gehabt, dass eigentlich viele, viele Ausschüsse gefragt sind, mit der Thematik umzugehen. Also vor dem Hintergrund eine Aufspaltung Europas, gerade auch im Sozialen, zu verhindern. Da gibt es eine Menge Ansatzpunkte, gerade auch über unseren BGE-Antrag. Dietmar hat da durchaus sinnvolle Anregungen reingebracht. Also es ist eigentlich nicht so, dass wir jetzt einen Antrag dringend brauchen. Das hat sich nicht so ergeben. Das ist, denke ich, auch naheliegend, dass das nicht der Fall ist. Aber in allen beteiligten Ausschüssen kann man eigentlich diese Thematik problematisieren. Und sie wird auch im Europaausschuss natürlich am Freitag, ist die Sitzung, glaube ich, Freitag, aufgegriffen werden. Und da ist Tom auch in der Vorbereitung dabei. Also das läuft dann durchaus. Das war's. Okay, gibt es Fragen, Anmerkungen zu diesem Bericht? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 5. Vorbereitung der Plenarsitzung nächste Woche. Und zwar alle Anträge mit Stand von heute gibt es in der Cloud. Das ist zum Ersten. Und dann haben wir 6 Anträge. Fangen wir an mit, jetzt muss ich umgucken, welcher von denen das ist. Zack, fangen wir an mit dem digitalen Bildungsantrag, Bildung hoch 4 von Moni. Dann haben wir einen Antrag Prävention von Radikalisierung, also ganzheitliches Handlungskonzept zur Prävention von Radikalisierung. Dann haben wir einen Steuerschlupflöcher. Wo haben wir den? Zack, die Blockadehaltung des Bundesfinanzministers muss ein Ende haben. Dann habe ich einen Meinungsfreiheitsantrag, der mir hier nicht vorliegt. Ja, der ist ja auch erst heute Morgen um 3 Uhr gekommen. Da kann der Frank dann gleich was zu sagen. Und wir haben einen Antrag Sparkassen-Dispo-Deckel und dann gibt es nochmal den Integrationsantrag und einen, den können wir löschen, den habe ich nicht wiedergefunden. Den bringen wir beim nächsten Mal. Bring ich beim nächsten Mal ein. War fertig, ich habe ihn anscheinend nicht gespeichert. So, fangen wir an. Antrag digitale Bildung, Moni. Ja, ich hatte ihn gestern Nachmittag rumgeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gelesen habt. Der ist relativ lang. Das sind 10 Seiten, haben wir, glaube ich, selten mal. Der Antrag ist tatsächlich in sehr, sehr langer Kleinarbeit entstanden mit sehr, sehr vielen Diskussionen und macht eigentlich etwas, was es so in Deutschland nicht gibt, nämlich nicht nur zu gucken, wie kriegen wir Geräte in die Schule und wie digitalisieren wir die Schule, sondern er beschäftigt sich halt auch damit, was muss sich ansonsten noch in Schule verändern, damit Schüler auf das Leben in der digitalen Welt vorbereitet sind, werden. Das ist ein Ansatz, der ist umfassender als das, was im Moment diskutiert wird, auch als das Papier der Kultusministerkonferenz. Und ich finde, er ist nicht perfekt, aber er ist ganz gut gelungen und Ich freue mich drauf, dass wir den jetzt haben und vor der Sommerpause einbringen können, weil wir alle wissen, die Zeit wird knapp. Und wenn wir noch eine Anhörung und eine Auswertung haben wollen, dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das Thema hier nochmal auf die Agenda zu bringen. Gibt es Fragen, Anmerkungen zum Antrag Bildung hoch 4 von oder an Moni? Oder an irgendjemand anders? Das ist nicht der Fall. Okay. Nächster Antrag, Prävention von Radikalisierung. Frank. Das würde ich gleich machen, ja. Wir machen diesmal, genau. Und wenn es nicht um Block geht, dann können wir immer noch einzeln abstimmen. Frank, dein Antrag, Präventionskonzept. Ja, ich dachte, ich hätte mitgenommen, aber gerade nicht. Aber der ist an euch alle verschickt worden über Antrag und
Die Version von heute um... Ja, genau. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall war es recht früh. Ja, der basiert im Prinzip auf einem Entschließungsantrag, den wir letztes Jahr im März gestellt haben, als Rot-Grün hier ihr Präventionskonzept oder ihre Absicht, ein Präventionskonzept zu Salafismus, gewaltbereitem Salafismus vorzustellen, bekannt gegeben hat, bis heute nicht gemacht hat. Deswegen wollen wir hier damit daran erinnern. Wie der Zufall so will, im Nachtragshaushalt jetzt sind tatsächlich Mittel bereitgestellt für das Starten eines Präventionskonzepts, und zwar in Höhe von roundabout 193.000 Euro, also ein richtiger Schwung nach vorne. Auch darauf wollen wir hier, oder würde ich gerne mit dem Antrag nochmal hinweisen, dass das ja ein gewisses, wie soll ich mal sagen, Missverhältnis ist zum eigentlichen Bedarf eines Präventionskonzepts, und dass nach anderthalb Jahren jetzt erstmal Gelder bereitzustellen, um dann im Herbst irgendwann zu beginnen, ohne irgendwie festgelegte Terminplan, finden wir, so geht es nicht. Und vor dem Hintergrund Essen, Sikh-Tempel-Anschlag und was da überhaupt dramatisiert wird und an weiteren Überwachungsmaßnahmen installiert wird hier in Nordrhein-Westfalen und im Gegensatz halt kein Präventionskonzept gemacht wird, ja, das muss, denke ich mal, thematisiert werden, und das wollen wir halt mit dem Antrag erreichen. Und im nicht öffentlichen Teil zu dem Punkt, den Dietmar gleich dann ansprechen wird, Haushalt, möchte ich dazu auch noch was sagen. Gibt es Fragen, Moni? Ich habe eine Anmerkung. Wenn im Beschlussteil Dinge stehen, die die Schule betreffen, dann fände ich es ausgesprochen nett und freundlich, wenn man das in irgendeiner Form mit mir kommunizieren würde. Genau. Nee, Entschuldigung. Ich nehme mal direkt das Wort wegen dem Punkt 4. Ich wollte dich anrufen, ich habe es gelassen. Ja, und habe aber versäumt, tatsächlich die Mail zu schreiben, weil explizit wegen Schulsozialarbeiter wollte ich dich zum Beispiel angerufen haben, weil mir der Punkt auch ein bisschen komisch vorkommt. Der ist nämlich, okay, der ist streichfähig da reingesetzt, weil er nämlich genau so aus dem Entschließungsantrag übernommen wurde vom letzten Jahr, und ich hatte es auch im Kopf, dass da irgendwas nicht richtig sein kann. Also wenn du den gestrichen haben möchtest, mache ich das gerne. Der Olaf wäre da übrigens auch einzubinden. Ne? Schulsozialarbeit ist nicht nur Schule. Aber. Also da brennt nichts mit an. Das geht auch mehr um Soziale. Als um Schule, genau. So, gibt es weitere Anmerkungen? Also Toso sagt noch, es geht mehr um Soziale als um Schule. Mit. Weil der Tose das gerade sagt, es betrifft tatsächlich nur die Schulen. Es geht auch um Sozialarbeit in der freien Jugendarbeit. Und deshalb würde ich tatsächlich das Wort Schul möglicherweise da streichen, sondern Stärkung von Sozialarbeit, weil dann ist es viel breiter gefächert. Welcher Punkt? Das ist der Punkt 4. Genau, personelle Stärkung der Schulsozialarbeit. Was soll da geschehen? Lies den Punkt 3. Nur Sozialarbeit. Und da ist das berücksichtigt. Oder einem von denen da drumherum. Ja, ja, ist okay. Muss ja wieder nach oben. So. Ja. Also nochmal, wir erklären das in anderen Fraktionen hier schon seit Jahren. Schulsozialarbeit heißt nicht deshalb Schulsozialarbeit, weil es da unbedingt um schulische Ausbildung oder sonst was geht, sondern da wird Sozialarbeit in der Schule gemacht, weil wir die betroffenen Menschen in der Schule antreffen. Das ist der einzige Anknüpfungspunkt zur Schule. Das stimmt nicht. An der Stelle. So. Und das hat Olaf mehrfach hier thematisiert. Wir wissen das von Frank Render, je überzeugender man was vertritt. Ja. Du möchtest, dass jetzt mitbekommen, dass du da die Korte. Und deshalb wäre es total sinnvoll, Olaf da gleich nochmal eben 10 Minuten mit ins Gespräch zu nehmen, weil dann kommt das in der Reihe rüber, wie wir das hier die ganzen Jahre schon machen. Okay, nochmal kurze Erläuterung. Das ist nicht geändert zum Antrag von März letzten Jahres. Und was weitere Sozialarbeit angeht, außerhalb von Schule, in Jugendzentren und so weiter, das ist in Punkt 3 oder 5, ich habe es gerade auswendig nicht im Kopf, aber ist da auch berücksichtigt. Lest euch bitte den Antrag durch und dann
wenn da tatsächlich was fehlt, dann tragen wir das natürlich noch ein. Ich glaube aber, es ist alles berücksichtigt. Voll gut, ihr habt noch 1,5 Stunden Zeit. Das ist dann, wenn man diesen Antragsfreitag auf Montag schiebt, dann hat man die Diskussion dazu erst Dienstag und dann... Bitteschön. Eine grundsätzliche Frage. Ich habe mich gestern Abend, Nachmittag und Abend, nicht mehr dran gesetzt, noch einen Antrag zu schreiben, weil ich eben nicht wollte, erst hier morgens mit aufzuschlagen. Olaf kann er noch nicht mal lesen, weil er noch nicht mal ins Netz kommt aktuell. Den kompletten Antrag heute Nacht um 3 Uhr. Ich hätte gerne einfach nur mal gewusst, machen wir das jetzt mit den Fristen oder lassen wir das jetzt mit den Fristen? Den gab es gestern Morgen um 10 schon. Ja, gestern Morgen um 10 schon, wie schön. Ja, die Verschiebung der Frist auf Montag war schon ein Problem. Das ist tatsächlich dann gestern aufgeschlagen. Da müssen wir beim nächsten Mal wieder den Freitag nehmen und dann muss halt am Wochenende jemand, sag mal, auf dem Parteitag nicht ganz so nur zuhören, sondern vielleicht auch arbeiten. Ja, mir tut das nicht leid. Das ist halt einfach so, du hast recht. Durch diese Fristverschiebung ist es jetzt zu Problemen gekommen und das müssen wir anders machen beim nächsten Mal wieder. Haben wir aber auch gestern schon gemerkt, als dann plötzlich nur so Platzhalter da eingepflegt waren. Da hast du recht. Jugendlandtag an. Ja, einen Jugendlandtag würde ich jetzt nicht, aber egal. Gut. Weitere Änderungen? Weitere Meinungen, Anregungen, was auch immer zu diesem Antrag? Sehe ich nicht. Olaf sitzt gerade noch mal mit Frank zusammen. Da machen wir jetzt den Antrag Schäuble, Blockadehaltung des Bundesfinanzministers muss ein Ende haben. Dietmar, bitte. Ja, danke. Nadja, du machst deine Arbeit immer hervorragend. Das möchte ich an der Stelle ausdrücklich betonen. Dass manchmal es zu Verzögerungen kommt, ist sicherlich vielen Dingen geschuldet. Der Antrag lag allerdings vor 10 Uhr vor. Moment, also, wir machen hier nicht Formalismus. Leute, es geht um den Inhalt des Antrags. Genau, ich möchte danke. Die Formalia jetzt gerade hier nicht hören. Entschuldigt, wenn ich mich einmische. Ah. Inhalt, los. Ja, aber dann muss ich einfach hier, wenn in öffentlicher Sitzung geäußert, auch mal ein Wort dazu verlieren können. Ich denke, wenn wir hier versuchen, den Formalismus zu ersticken, dann können wir der Politik gleich aufhören. Der Antrag lag vor und es geht, wie du richtig sagst, um Inhalte. Gehen wir zu den Inhalten. Es geht hier um die Blockadehaltung des Bundesfinanzministers in Sachen Vermeidung von aggressiven Steuerpraktiken und das Schließen von Steuerschlupflöchern, die auf EU-Ebene ist ein Country-by-Country-Reporting beschlossen. Allerdings nimmt die Bundesregierung, maßgeblich Herr Dr. Schäuble, Tochtergesellschaften von international agierenden Konzernen aus dieser Regelung aus oder will dies ausnehmen. Das betrifft gerade solche Geschichten, die immer wieder auch in der Presse hochploppen, wie zum Beispiel Google, Amazon und Co., die ihre Tochtergesellschaften innerhalb Europas unterhalten und dafür einfach keine Steuern zahlen. Es gibt auch deutsche Konzerne, die eben entsprechend agieren. Nordrhein-Westfalen hatte sich vermittels unseres Finanzministers immer wieder zum vermeintlichen Vorreiter der Vermeidung solcher Praktiken gemacht, allerdings nicht wirklich nachhaltig, zumindest nicht lesbar und sichtbar davon Gebrauch gemacht. Da möchten wir die Landesregierung oder sollten wir die Landesregierung einfach mal in die Pflicht nehmen. Und jetzt, nachdem schon gut 2 Jahre, nachdem Norbert Walter-Borjans geäußert hat, notfalls macht NRW das alles im Alleingang, dann mag NRW das jetzt mal langsam im Alleingang alles angehen. Da fallen die Lizenzboxen genauso rein, wie zum Beispiel Share Deals und Ähnliches im Zusammenhang mit dem Vermeiden von Grunderwerbsteuer etc. pp. Da möchten wir einfach die Landesregierung oder sollten wir aus meiner Sicht die Landesregierung ein bisschen zum Jagen tragen. Und da bin ich mal gespannt, welche Modelle oder welche Möglichkeiten die Landesregierung parat hält und hier auch, ich sag mal, zu Protokoll gibt, wie denn in der Zukunft und zwar in der nahen Zukunft mit der Angelegenheit umgegangen werden soll. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, Toso?
Ich habe nur eine Verständnisfrage, um das für mich einfacher zu halten, Dietmar. Wir hatten ja diverse Anträge in dem Bereich, Lizenzboxen hast du ja schon erwähnt. Da ist uns ja von der Landesregierung immer gesagt worden, ja machen wir. Wir sind an dem Punkt, wo sie es dann die ganze Zeit trotzdem nicht gemacht haben. Und du erinnerst jetzt daran, dass sie bitte unsere Anträge auch umsetzen und nicht immer nur erzählen, sie machen es. Ganz richtig, daran erinnern, es wird dann immer gerne in diesen Diskussionen oder Debatten auch hier im Plenum auf OECD-BEPS verwiesen, auf den Abschlussbericht und dass jetzt tolle Maßnahmen ergriffen werden. Country-by-Country-Reporting ist eine von diesen Maßnahmen. Nur wenn man natürlich als starke Landesregierung im Reigen der Bundesländer Deutschlands sich hinstellt und sagt, das wird auch dann entsprechend hart durchgezogen, dann will ich auch Taten sehen. Die Taten sieht man einfach nicht. Viel Blabla und keine Folgen, keine Taten. Ihr macht das extra, ne? Lange Sätze. Headline-Grabbing. Das auch. Wenn ich nicht reinbeiße, macht ihr lange Sätze, beiße ich ins Brötchen, kommt ein Satz von Dietmar, ist er fertig und ich stehe hier mit vollem Mund. Vielen Dank. Ein kurzer Satz von Dietmar. Oh! Ja, aber das hast du ja schon auf Parteitag gesagt. Das war zu kurz. Alles. Ja, war zu kurz. Der eine Antrag, wenn die Überschrift länger ist als der Antrag, geht nicht. Lukas. Ich will ja versuchen, mal bei Anträgen so ein bisschen eine Piraten-Identifikation, so ein Piratenbild zu sehen, was ich dann halt auch nach außen erklären könnte, so Stichwort Transparenz oder irgendwas mit diesem Internet, Digitales, hast du nicht gesehen, Beteiligung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Antrag richtig verstanden habe, deswegen fällt es mir schwer, da halt irgendwie so einen Piratenbezug zu knüpfen. Vielleicht könntest du mir da nochmal argumentativ auf die Sprünge helfen. Also außer der Tatsache, dass man die Landesregierung vor sich hertreibt und nicht eingelöste Versprechen da anprangert. Du wirst das piratige Statement auf dem Deckblatt finden. Was? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Vielleicht kannst du es mal vorlesen, zu sagen, piratiges Statement vom Deckblatt. Piratiges Statement ist natürlich auch, Country by Country Reporting ist... Ein Aspekt, ein Teilaspekt von Transparenz in steuerlichem Bezug. Also, Konzerne sollen offenlegen, wo sie welche Gewinne erwirtschaften und sollen sie gefälligst auch dort versteuern, wo sie gemacht werden. Vollständig. Das ist doch einfach so. Ja. Nur gut. Ich würde ja noch anfügen, wir sagen immer, es gibt nicht zu viel Ausgaben, es gibt zu wenig Einnahmen und Steuerschlupflöcher sind teils von zu wenig Einnahmen. Entschuldigung, Olli. Ja, ich glaube, das mit dem Titel wurde ja bereits gesagt, dass er relativ lang ist. Ich würde für die Zukunft zumindest vorschlagen, Titel so zu wählen, dass man auch tatsächlich das Thema direkt erkennt. Also, dass man direkt darauf anspringen kann. Es war auch bei meinen Titeln in der Vergangenheit bei Anträgen so, dass man schon ziemlich tief drin sein musste, um zu verstehen, was eigentlich alles im Antrag steht, weil der Titel alles versuchte abzudecken. Das ist immer schlecht. Wäre natürlich schön, man geht zum Beispiel als Journalist die Liste der Anträge durchsieht. Geiler Antrag hier, zum Beispiel, wenn es um Steuervermeidungsstrategien steht, dann muss das Wort auch sehr deutlich hervorspringen. Ich habe eben noch mal kurz versucht zu schauen, was denn dieser Artikel von Spiegel Online war, weil ich dachte, vielleicht steht es ja sogar im normalen Spiegel drin, man könnte auf was anderes verweisen, bin aber jetzt nicht auf die Quelle gekommen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Bei der Landtag beschließt, taucht ja zum Beispiel nachher leider die Sache mit den mit unseren Beispielen, die benannt werden, Lizenzboxen und sowas, leider nicht mehr auf, ist mir aufgefallen. Dafür haben wir mit dem dritten Punkt eigentlich einen relativ allgemeinen Beschlusspunkt,
Landesregierung soll alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, das kann alles Mögliche sein. Stehende müsste übrigens kleingeschrieben werden. Und unter erstens ja einem Punkt an den Bundesfinanzminister. Gut, dass noch Punkt 2 drin steht. der nämlich trägt, glaube ich, den Antrag. Wird es jetzt nicht mehr viel dran machen lassen, bis auf den Rechtschreibfehler rauszunehmen. Aber vielleicht kannst du zumindest noch was zur Quelle sagen. Also zur Quelle müsste ich jetzt selber noch mal auf die Entwurfsfassung gehen. Hast du das nicht gefunden oder hast die Quelle nicht gefunden, Olli? Oder wie war das? Ich müsste selber jetzt eine andere Version aufrufen, das geht wahrscheinlich in der Schnelle nicht. Ich reiche dir das gerne, wenn du das möchtest, nach. Was die Benennung im Beschlussteil von Lizenzboxen angeht, ja, in der Tat, die könnte man tatsächlich auch noch reinnehmen. Da gibt es aber noch mehr natürlich. Ich habe jetzt hier die Grunderwerbsteuer reingenommen, weil die originär von NRW aus bearbeitet ist, eine Landessteuer. Ja, das ist bei Lizenzboxen eben ein bisschen was anderes. Die sind aber im Feststellungsteil enthalten. Und von daher war ich schon der Auffassung, dass man das im Beschlussteil tatsächlich nur auf die Steuerart fokussieren sollte, die auch von Nordrhein-Westfalen aus eigenständig in Angriff genommen werden kann, weil sie eben auch in NRW, von NRW, von Seiten des Fiskus erhoben wird. Und da auch tatsächlich innerhalb NRWs von Seiten der Finanzaufsicht einiges zu unternehmen ist. Alles andere ist dann doch eher BaFin, ist eher Bund. Das ist das Problem. Gut. Gibt es weitere Fragen zu... Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zu dem Antrag? Muss noch was geklärt werden? Das erst... Ja, kriegst du. Block 1, Haushalts- und Finanzausschuss. Aber steht alles auf dem Deckblatt, hör mal. Dann auch nicht Haushalts- und Finanzausschuss. So, gut. Kommen wir zum nächsten Antrag. Frank, Meinungsfreiheit. Der Antrag liegt mir nicht vor. Ja, weil du dann die Mails von heute Morgen noch nicht vorliegen hast. Der Antrag hätte ja auch gestern vorliegen müssen, um 10 Uhr ja, oder 12. Ist in diesem Fall aber nicht so. Ausnahmsweise. Gut. Ja. Wollen wir trotzdem drüber reden? Worüber auch immer wir reden, ich habe keine Ahnung. Gut. Also, ehrlich, 20 Piraten, aber lassen wir das. Das ist ein Antrag, der mit dem Terrorpaket zu tun hat, was letzte Woche im Bundestag verabschiedet wurde, im Schnellverfahren. Wir sind leider als Land nicht beteiligt, wie das halt bei vielen wichtigen Gesetzen, die im Bund so verabschiedet werden, der Fall ist. Ich denke aber, es hat ja in Nachrichten jeder mitgekriegt, was da mal wieder gelaufen ist. Begründung, Terrorpanik und wir müssen jetzt noch weiter Grundrechte einschränken, neue Dateien, Geheimdienst, Einblick, Austauschdateien für Geheimdienste in Europa und so weiter und so fort. Und das Thema Prepaid-Karte, noch genauere Kontrolle und Ausweis, Feststellung des Nutzers, Feststellung des Käufers mit Personalausweis, damit es keine anonyme Kommunikation mehr geben soll. Und darum geht es in diesem Antrag, dass wir das nochmal rausstellen, wie wichtig das ist, dass halt anonym kommuniziert werden kann. Das führt dann im Endeffekt zu im Beschlussteil, dass wir die Landesregierung auffordern, im Bundesrat Einspruch gegen das Gesetz einzulegen und über den Vermittlungsausschuss eine Streichung der erweiterten Registrierungspflicht für Mobilfunktelefonkarten hinzuwirken. Die Bundesratssitzung ist in der Plenarwoche am Freitag. Das wäre ein Hinweis, wenn der Antrag angenommen wird, dass der am Mittwoch oder Donnerstag hier behandelt werden sollte. Und ja, ist für uns halt einfach dafür da, nochmal darauf aufmerksam zu machen, was da auf Bundesebene wieder
passiert ist, das hier zu thematisieren, die Meinung von Rot-Grün dazu zu erfahren, wie sie halt zur anonymen Kommunikation stehen. Ja, Punkt. Also, ich habe eben schon angekündigt, Nadja, dass ich noch gerne einen Punkt da reinbringen möchte als Feststellungsteil, sprich, es sollte eine Version 3 geben, weil das Thema hängt mit einer Klage zusammen, die Piratenpartei, respektive Patrick Breyer, im Moment noch laufen hat, und zwar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nämlich die grundsätzliche Feststellung, dass das dieser Prepaid-Formulierung hier zugrunde liegende Gesetz von 2004, nämlich überhaupt Namen und Adressen von Nutzern von Prepaid-Karten zu erheben, mit den Gesetzen, mit den Menschen, mit dem Menschenrechtsgesetz, Quatsch, Gesetzen zur Schutz der Grundrechte und so weiter vereinbar ist oder nicht. Das ist ein laufendes Verfahren, und auf dieses Verfahren möchte ich gerne noch hinweisen, hier in einem Satz, der fehlt hier noch, ich leider vergessen. Sprich, das ist für uns auch ein zentrales Piratenthema, uns überhaupt damit zu beschäftigen. Der Titel des Antrags oder ja. Grundrechtsschädliche Terrorpakete stoppen, Meinungsfreiheit bewahren. Da bin ich aber, falls es andere Anregungen gibt, gerne offen. Du kannst es hier mal lesen. Drei Dinge für die Version 3. Die sage ich, weil ich den Antrag sinnvoll finde und deshalb möchte, dass er mit reinkommt. Erstens der Titel. Da muss die Mobilfunkkarte drinstehen, sonst kapiert keiner, worum es geht. Sonst ist das so ein Pirat, mach mal wieder so einen allgemeinen Antrag, zack, nächstes. Da muss drinstehen Mobilfunkkarte. Am besten halt einfach erweiterte Registrierungspflicht für Mobilfunkkarten stoppen oder sowas. Also da muss das Wort Mobilfunkkarten drin sein, sonst kapiert man nicht, worum es geht. Zweite Sache, nochmal überprüfen. Ist es richtig, dass die Landesregierung Einspruch einlegt? Ja? Okay. Dann ist es okay. Ich weiß nicht, ob das nicht stehen müsste, gegen das Gesetz zu stimmen oder sowas. Wenn das juristisch mit dem Einspruch in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Und der dritte Satz ist nur ganz einfach. Nutzer wird groß geschrieben. Im zweiten Absatz. So. Nutzer wird groß geschrieben. Ein Wort. Ja. Nee, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit dem Titel bin ich gerne bereit, das daran zu nehmen. Ich würde Prepaid vorschlagen. Dann bin ich jetzt dran. Antrag wichtig, Punkt. Titel unpräzise, Punkt. Und bitte checken, wie das mit dem Einspruch ist und so weiter, weil das wäre ja schade, wenn wir dann halt Futter geben würden und diesen abzuschmettern beziehungsweise dann halt unter die Nase zu reiben, dass wir doch keine Ahnung von Gesetzgebungsverfahren haben. Sowas höre ich immer ungern. Da der Bundesrat mit der Mehrheit der Länder einen Einspruch einlegt, kann das Land Nordrhein-Westfalen nur darauf hinwirken, dass der Bundesrat Einspruch einlegt. Aber hat kein eigenes Einspruchsrecht. So. However, gibt es noch weitere Fragen? Joachim. Ich möchte nur einmal für die Aufzeichnung das Wort Viertelfinalson sagen. Danke. Zu dem England-Spiel mache ich gleich noch ein paar Witze. Ich suche die gerade schon raus. Kriegst du den Joachim zur Strafe bitte für 2 Minuten raus, der muss die Türklinke runterdrücken. Nee, er kriegt einfach eine gelbe Karte. Ja, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zu dem Antrag? Quatsch. Meinungs-, wie auch immer er heißt. Keine Ahnung. Und wo ist überhaupt mein Pad hin? Mein Browserfenster ist einfach zu. Und warum liegt hier Stroh rum? Cool. Ich habe einfach ein komplettes Browserfenster verloren.
Stimmt, weil das Ding Updates installiert, mal wieder ohne mich zu fragen. Der letzte ist schon abgestimmt. Wir hätten noch den Sparkassen-Dispo-Deckel. Dietmar. Die Rot-Grün hat übrigens heute gefordert einen Sparkassen-Manager-Gehaltsdeckel. Also wir können über Deckel reden. Ja, es ist Zeit der Deckel. Offenbar auch für die Landesregierung. Also nachdem ja wir uns fast 2 Jahre lang damit befasst haben, die Sparkassenführungsleutegehälter offen liegen zu lassen, geht es nunmehr darum zu deckeln. Hier wird jetzt von Seiten Rot-Grün gefordert, dass die Gehälter der Sparkassenchefs gedeckelt werden sollen. Eine genaue Höhe ist da gar nicht angegeben, macht aber nichts. Wir wollen aber was für die Bürgerinnen und Bürger des Landes tun, nämlich die Dispozinsen und Überziehungskreditzinsen zu deckeln. Nachdem die EZB ja nun eine Null- bis Minuszinspolitik betreibt und die Banken und Sparkassen, insbesondere aber die Sparkassen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch darüber hinaus, nicht daran denken, diese dadurch auch selbst gewonnenen Zinsvorteile an die Sparkassenkunden weiterzugeben. Dies ist eine Initiative, die nicht originär von uns kommt, sondern sie ist im Prinzip abgekupfert von der Landesregierung. Die Landesregierung hat im Herbst letzten Jahres, das in der Tat im Zusammenhang mit einer Immobilienkreditrichtlinie, in den Bundesrat eingebracht und dabei auch, allerdings nicht nur bezogen auf die Sparkassen, sondern auch auf die Banken, breite Zustimmung von allen Bundesländern, insbesondere den SPD und Rot-Grün geführten Bundesländern erhalten. Allerdings hat auch hier mal wieder die Bundesregierung, die CDU-geführte Bundesregierung, auf die Bremse gedrückt und gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage, Zinsdeckel gibt es nicht. Das war es dann aber auch. Nun hätte die Landesregierung ja nun tatsächlich den politischen Willen formen können, auch im Lande Nordrhein-Westfalen, wie auch darüber hinaus, diesen Zinsdeckel im Rahmen der, ich sag mal, erweiterten Möglichkeit im Rahmen der Sparkassengesetzgebung so zu formen, wie auch schon andere Gesetze mal eben verändert worden sind, um bestimmte Dinge auch durchzudrücken. Ich denke da an Verschiedenes. Also hier sollte die Landesregierung einfach gebeten werden, einen Gesetzesvorschlag zu unterbreiten, einen breiten Gesetzesvorschlag zu unterbreiten, der es ermöglicht, dann eben in Nordrhein-Westfalen, von mir aus auch wieder unter Wahrnehmung der Vorreiterrolle, einen Zinsdeckel für diese Sparkassenkredite, sprich Dispo- und Überziehungskredite, einzuführen. Ja, that's it. Hatten wir schon mal fürs letzte Plenum. Da sind dann noch weitere Prüfungen erfolgt, die es als ja, möglich erscheinen lassen, dass hier auch die Gesetzgebungskompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen dann, wenn eine entsprechende Willensbildung auf breiter Ebene stattgefunden hat, ja, durchzuführen. Danke, Dietmar. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich hätte eine. Kein anderer. Gut. Oh, Frank, das war eine Meldung. Ich dachte, du juckst dir an der Nase oder kratzt dir an der Nase oder so. Ja, hau rein. Nee, eigentlich nur ganz kurz, weil von der Formulierung her, wie wird denn die Breite eines Gesetzesvorschlags gemessen? Wie die Breite eines Gesetzesvorschlags gemessen wird oder wie das definiert ist? Also es gäbe eine Möglichkeit, es gäbe die Möglichkeit, einfach nur den Deckel einzuführen. Das kann sein, dass das nicht ausreicht, sondern es kann sein, dass das Sparkassengesetz auch im Hinblick auf Sparkassenorganisation oder auch in Sparkassen, also auf die materiell-rechtliche Sparkasse, also das materielle Sparkassenrecht eben erweitert werden muss innerhalb des Gesetzes. Es kann sein, dass darüber hinaus auch auf Bundesratsebene Initiativen ergriffen werden müssen, um das bundesweit zu machen. Also wie die Landesregierung das hinkriegt, ist mir relativ egal, sondern ich will oder wir sollten wollen und dies auch kundtun, dass wir hier für die Menschen im Lande, sprich die Sparkassenkunden, die ohnehin schon kein Geld für das Geld kriegen, was sie den Sparkassen zur Verfügung stellen, wenigstens in dem Bereich entlastet werden. Nee, nicht, ich war jetzt beim Mikro, da dreht sogar noch lauter. Aber ich wiederhole nicht das, was ich gerade gesagt habe. Gut, ich habe tatsächlich auch eine Anmerkung, und zwar im Grunde genommen die gleiche, die der Lukas gerade hatte. Wo ist da der piratige Anknüpfungspunkt? I don't see any
Also guter populistischer Antrag. Dispozinsen, exakt. Dispozinsen müssen gedeckelt werden. Michel, du hast alles gesagt. Okay. Du hast alles gesagt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Der piratige Ansatz ist, ja, wenn ich es jetzt hoch aufhänge, so wie wir es gerne auch machen. Ja, natürlich. Ja. Es geht im erweiterten Sinne auch um die Möglichkeit der Erweiterung von Partizipation, von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Weniger Zinsen heißt mehr Geld in der Tasche. Mehr Geld in der Tasche heißt mehr Teilhabe. Heißt weniger Geld für die Sparkassen zum Sponsoring von Fußballvereinen. Also verstehe ich das richtig? Du möchtest, dass sich die Menschen verschulden, um teilhaben zu können? Nein, das verstehst du so falsch. Die Menschen verschulden sich. Sie müssen sich eben auch teilweise verschulden, weil eben das Einkommen nicht ausreicht. Und wenn irgendwie mal eine Investition oder eine Ausgabe um die Ecke kommt, Waschmaschine kaputt, was weiß ich, Auto braucht eine Reparatur, Auspuff fällt runter, Kinder haben eine, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, Kinder haben eine Schulreise, die Eltern selbst finanzieren müssen und dadurch und dafür keinen Zuschuss von der öffentlichen Hand erhalten, dann verschulden sich Menschen. So. Nicht groß, nicht üppig, aber vielfach. Ich meine, der Verschuldungsgrad der Population in Deutschland ist enorm hoch. Das geschieht in der Regel über Dispositions- oder auch Überziehungskredite. Und dafür müssen erheblich hohe Zinsen bezahlt werden. Und wenn man die Höhe der Zinsen, gerade bei Sparkassen, betrachtet, liegen diese im Schnitt zwischen 2-3% über denen von Banken. Das ist ein erstaunlicher Punkt. Es geht dann, ja, also von daher. Ja, so ist das, Lukas. Tose, Nixus, ich. Also Lukas. Muss ich nicht nachvollziehen. Egal. Also, ganz wichtiger Antrag, weil wenn man sich anschaut, dass diejenigen, die eh schon Kohle haben, sich für ungefähr gar kein Geld leihen können. Also wer richtig solvent ist, der kriegt Kredite zu extrem günstigen Kursen. Diejenigen, die in den Dispo fliegen, sind meistens diejenigen, die am wirtschaftlich leistungsfähigen anderen Ende dieser Gesellschaft zu finden sind. Dazu kommt noch, dass aktuell mit dem Rechtsverschärfungsgesetz im SGB II das Ganze so laufen wird wahrscheinlich. Das soll am 8.7. beschlossen werden. Deshalb hätte ich da gerne eigentlich noch einen Antrag zugeschrieben. Nicht mehr geschafft. Wisst das? Dass diejenigen, die gegen ein Jobcenter klagen, weil ihnen Leistung vorenthalten werden, diese Leistungen selbst bei Gewinn des Verfahrens hinterher nicht rückwirkend zustehen. Selbst dann nicht, wenn sie dafür nachweislich Kredite aufnehmen mussten. Und diese Menschen kriegen gar keine regulären Kredite, sondern fliegen jedes Mal in diese scheiß Dispo-Kreditfalle rein und zahlen dann noch on top. Und deshalb, eigentlich müssten wir diese Geschichten so weit runterdeckeln. Ich sag mal, wir können das koppeln an 10-jährige Staatsanleihen der Bundesrepublik. Schönen Dank. Ja, aber ja, voll. Völlig richtig. Und ein Dispo-Kredit dient natürlich nicht der dauerhaften Verschuldung, das wird die Sparkasse dir auch mitteilen, sondern nur zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung bestenfalls. Also es ist schon ganz wichtig, dass man da mal was tut gegen diese überhöhten Zinsen, gerade bei Dispo-Krediten. Und es dient nicht der weiteren Über- oder Verschuldung, sondern es soll gerade irgendwie ja, zu hohe Kosten für diese Überziehungen einfach vom Markt wegnehmen. Und das ist extrem wichtig. Ich ziehe seine Wortmeldung zurück. Und dann ich. Okay, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Google meldet gerade einen Anstieg in England der Suchanfragen, wie man Island besiegt. Das war der erste Fußballwitz. So. Dann haben wir noch einen gemeinsamen Integrationsantrag. Achso. Genau, da wollte ich jetzt nämlich zuerst drauf eingehen, dass wir zuerst einmal schnell sammeln, was wohin kommt und in welchem Block. Können wir das nicht gleich machen, wenn wir den letzten Antrag noch durch sind? Also der Integrationsantrag kann Simone 2-3 Takte bestimmt zu sagen und ich auch. Ja, das ist ja ein Platzhalter in der Tagesordnung, weil von allen Seiten daran gearbeitet wird. Aktueller Stand ist, dass wir die Integrationsabgeordneten sich letzte Woche
zusammengesetzt hatten, jetzt gestern und, glaube ich, in Teilen auch heute, haben sich die Referenten noch mal zusammengesetzt und Eckpunkte abgeklopft. Ich weiß nicht, Moni, eigentlich hatten die Bildungsleute geplant, zumindest hatte Sigi Bierdas gesagt, dass sich die Bildungsleute für den Bereich Bildung noch mal extra treffen. Das scheint aber im Moment noch nicht in der Mache zu sein. Wir Integrationsleute werden wir uns final am Donnerstagmorgen um 8 Uhr Ausrufezeichen zusammensetzen, um dann praktisch das Endprodukt irgendwie zusammenzuführen. Im Moment sieht das gar nicht schlecht aus. Es sind der eine oder andere Punkt muss noch diskutiert werden, aber ich habe die Willensbekundung gehört bei Rot-Grün, dass sie einige Sachen, die uns sehr wichtig sind, aufnehmen werden. Zum Beispiel, dass aus der Präambel die Silvesternacht in Köln rauskommt, dass man über die Formulierung gute und schlechte Bleibeperspektive so nicht mehr sprechen will und auch die dezentrale Unterbringung soll mehr in den Vordergrund rücken. Also sehr positiv. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir diesen Integrationsplan, wenn er denn fertig ist, auch mittragen können, zumindest zu 99%. Er ist aber, wie gesagt, immer noch nicht fertig, deshalb kann ich ihn leider noch nicht in Gänze vorstellen. Aber die PGF-Leute sind, glaube ich, heute dann auch noch mal dran. Ja. Und in meinem, da ergänze ich das dann kurz, in meinem Filetierköfferchen habe ich dann... Die Moni ist dran. Oh, Verzeihung, die Moni ist dran. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das, was wir im Bildungsbereich fordern, tatsächlich aufgenommen wird. Das wird eher nicht der Fall sein. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Fraktionen dann möglicherweise noch Änderungsanträge schreiben. Passiert das dann auch erst von Donnerstag auf Freitag oder wie ist da der Plan? Ja. Okay, aber es gibt jetzt nur Änderungsanträge, keine eigenen Anträge direkt zu dem Integration, also nur die Änderungsanträge für den dann vorliegenden Integrationsplan. Okay. Was auf jeden Fall schon geplant ist, das war bei diesem Integrationsding von 2001 auch schon so, dass wenn man sagt, da sind einzelne Punkte, wo sich wirklich alle nicht drauf einigen können, dass es am Schluss des Integrationsplans einen Block kommt, wo dann drin steht, leider konnten sich bei dem Punkt so und so die Fraktionen nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen und bar. So, also das gibt es dann auch noch. Dankeschön. Aber ich hatte das doch eigentlich so verstanden, dass man mit allen Fraktionen jetzt an einem neuen Antrag arbeitet. Also jetzt Änderungsanträge für den einen oder dann einen komplett neuen? Wenn ich antworten darf, also was ich gemeint habe, also es wird ja so sein, dass alle Vorschläge, die wir gemacht haben, werden ja nicht in diesem Integrationsplan aufgenommen werden. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und die Frage. Ich habe ja Vorschläge gemacht, das wird groß. Ja, und insofern war halt meine Frage, dass wir dann sondern dass wir diese Vorschläge von uns, die nicht aufgenommen wurden, möglicherweise halt noch in einem Änderungsantrag zu dem neuen gemeinsamen Antrag verfassen. Genau, also Änderungsanträge sind ja sowieso jederzeit möglich. Was die PGs halt im Vorfeld besprochen haben, wo auch das Präsidium gesagt hat, ja, nach Einigung können wir zulassen, ist, sollte es sogar vorkommen, dass jemand hingeht und überhaupt nicht mitgehen will bei dem gemeinsamen Antrag, dass dann sogar noch zulässig ist, einen komplett eigenen, gesamtallumfassenden Integrationsplan mit an den Start zu bringen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die anderen diesen Schritt gehen werden. Gerade rückblickend, genau das war das mit dem Filetierköfferchen, rückblickend auf 2001, dass man halt hingeht und wie bei einer Enquete-Kommission oder bei einem Untersuchungsausschuss Berichtsvorschlag hingeht und eine Art Sondervotum beziehungsweise abschließende Bemerkung mit in den Antrag einbaut, damit man halt trotzdem eine Art Wertekonsens überhaupt für dieses Land herstellen kann. Gut, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch einen Entschließungsantrag, den hat der Toso gerade noch reingeworfen, weil der noch nicht im Pad stand. Und zwar gibt es einen Entschließungsantrag zusammen mit Rot-Grün zu einem FDP-Antrag Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Toso, bitte.
Und zwar geht es dabei darum, dass es ja eine Umstellung gab Mitte der 2000er Jahre, 2004, 2005 und so weiter, bei der Umstellung der Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Riester-Renten und den ganzen Kram. Dabei ist den grandios komplexen Versicherungsmenschen auf Bundesebene das passiert, was alle vorher gesagt haben. Es gibt jetzt tatsächlich Beiträge, die sowohl bei Einzahlung besteuert und sozialversicherungspflichtig waren, wie jetzt auch bei Auszahlung, also diese Doppelbesteuerung, die ja gar nicht passieren sollte. Das haben sie halt in ihrem System jetzt tatsächlich verbockt. Da gibt es jetzt auch eine Interessengemeinschaft von Geschädigten, die sagen, kann doch nicht sein. Also jetzt hier zweimal versteuern und dann halt in einem Bereich von Menschen, die jetzt eh zugesehen haben, dass sie jetzt gerade noch dieses neue System, was ja politisch gewollt war, dann tatsächlich mitmachen. Das ist für die extrem ärgerlich. Das Problem dabei, das ist auch von der Insgesamtsumme nicht gnadenlos viel. Allerdings ist es für die Rentenkassen extrem schwierig, das jetzt wieder einzufangen, weil sie sich an die gesetzlichen Vorgaben gehalten haben. Die gesetzlichen Vorgaben waren halt scheiße, um den Chemie mal zu zitieren. Das heißt, die Krankenkassen können, das betraf aber nur einen Bereich von etwa 5 Jahren, die Rentenkassen selber können da jetzt wenig dran machen, und wenn wir sie dazu verpflichten, müssen sie diejenigen, die jetzt einzahlen, quasi mehr schröpfen, um die Fehler der Vergangenheit da auszugleichen. Das halten wir nicht für sinnvoll, das hält sogar Rot-Grün nicht für sinnvoll. Deshalb sagen wir, nee, das muss dann aus Steuergeldern passieren, wenn wir da diese Gerechtigkeitslücke schließen wollen. Frage ist, ob wir dem Antrag beitreten wollen. Ich habe das durch den Reinhard Beckmann nochmal prüfen lassen und auch den Nico Michaelis. Die Antworten habe ich halt erst gestern bekommen, weil das alles sehr kurzfristig lief. Beide sind damit einverstanden. Ich habe auch auf dem LPT noch mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Das ist soweit alles unkritisch, bis auf einen Punkt. Da könnte man, wenn man das... Genau. Punkt 1, ich lese mal einmal kurz vor, sind nur 3 Sätze. Die gesetzliche Rente muss die erste Säule einer verlässlichen Altersvorsorge bleiben. Die private Vorsorge soll lediglich diese stützen und zu einer auskömmlichen Alterssicherung beitragen. Das Vertrauen in das gesetzliche Rentensystem ist zu stärken und das Rentenniveau nachhaltig zu stabilisieren. Man könnte jetzt daraus ableiten, dass wir eben kein BGE mehr wollen, weil wir wollen ja eine gesetzliche Rente. Gleichwohl halte ich das für Haarspalterei. Also... wir wollen halt eine auskömmliche staatliche Leistung für Menschen. Wenn die jetzt nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, nennen wir es meinetwegen Rente, meinetwegen können wir es auch bedingungslose Grundrente nennen. Das ist aber auch der einzige Punkt, der wirklich angesprochen worden ist. Kritisch gesehen wurde auch das nicht. Aber ich hatte nicht die Gelegenheit, mit Olaf da vorher drüber zu sprechen. Deshalb... die Frage, wollen wir da mit drauf gehen, wollen wir da nicht mit drauf gehen? Der Rest ist, wie gesagt, von den Fachmenschen als völlig unkritisch und sehr piratisch angesehen worden. Sehr. Die FDP möchte natürlich, dass die Beitragszahler, die jetzt einzahlen, für die Fehler der gesetzlichen Geschichte, die sie selber mit verursacht haben, zahlen. Das sehe ich nicht so. Das darf schon gesamtgesellschaftlich passieren. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir alle Anträge jetzt durch. Frank? Ich nehme das mal auf mich. Ich habe ein breites Kreuz und halte das aus. Es gab von mehreren den Wunsch, dass wir einen Antrag zum Thema Huawei und Kooperation Stadt Gelsenkirchen machen. Markus Nixus und ich haben uns zusammengesetzt. Nixus hat das dann übernommen, einen Entwurf gemacht. Der liegt vor euch aber erst seit einer Viertelstunde.
Und vielleicht kann er nächstes übernehmen. Ja. Also ich nehme das auch wirklich gerne auf mich, dass das so gekommen ist. Ich hätte das über das Wochenende gerne gemacht. Leider hat der Landtag mich mein Nutzeraccount erstmal gesperrt, aus Gründen, die jetzt hier nicht zur Debatte stehen. Das lief erst ab Montag, 8:45 wieder, dass ich Zugang hier zu Landtagssoft und Hardware hatte. Dann gab es einen ganzen Montag mit Sitzungen, dann gab es die Abstimmung mit Frank. Ich habe das gestern Abend erst fertig gekriegt, nach Rücksprache mit Frank an ihn geschickt. Und das ist einfach der Hintergrund. Ich finde, sowas kann mal passieren. Ich kann auch gerne die Hintergründe dieser Accountsperre oder dieser Nutzungskontosperre erläutern. Das interessiert aber wahrscheinlich hier keinen. Und ich glaube, man kann damit umgehen, wenn man sich den 1,5-Seiten-Antrag kurz durchliest und damit klarkommt. Also, die Nadja braucht den Antrag. Das ist schon nichts, wenn du es hier rumschickst. Doch, ich habe es, okay, Erklärung, ich habe es zu euch rumgeschickt, weil das, was Nixos jetzt fertig gemacht hat, ist, da ist ein Fehler passiert. Wir haben uns ja nicht abgestimmt, hat er gerade erklärt. Hat das ja eben erst auch hier an mich geschickt. Ich habe das jetzt an euch weitergeleitet. Der Antrag, auf dem er weitergearbeitet hat heute Morgen, ist nicht mein letzter Stand von gestern Nacht. So, deswegen habe ich es noch nicht an Antrag geschickt, um nicht Nadja noch zusätzlich zu verwirren, dass auf jeden Fall nochmal eine neue Version kommt. Es wäre jetzt eine Entscheidung, inhaltlich den Antrag anzugucken, ob wir das machen wollen oder nicht. Das ist eure Entscheidung. Ich habe gerade gesagt, dass ich das gemacht habe, euch zu gefallen. Und wenn ihr euch dagegen entscheidet, ist kein Problem. Habe ich überhaupt kein Problem. Ja, ich habe mal überflogen kurz den Antrag, insbesondere den Beschlussteil. Dass ein Antrag in diese Richtung wichtig ist, ist keine Frage. Meines Erachtens läuft er aber so nicht. Und zwar deshalb nicht, weil Städte und Gemeinden solche Angelegenheiten zunächst grundsätzlich einmal im Rahmen ihrer autonomen Verwaltung beschließen. Jetzt ist da zwar aufgeführt, dass im Beschlussteil 1, dass die Landesregierung verbindliche Regeln für die Kooperation von Kommunen mit Wirtschaftsunternehmen entwickeln sollen, gerade in Bezug auf Smart and Safe City. Ja, das kann man machen. Es kann aber auch sein, dass, und das wäre ja wahrscheinlich aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht vernünftige Weg, die Landesregierung aufzufordern, im Rahmen ihrer Kommunalaufsicht das zu untersagen, zunächst einmal. Und zwar so lange zu untersagen, bis solche verbindlichen Regeln tatsächlich geschaffen sind. Ja, denn die Kommunalaufsicht kann das und kann das tun. Die kann einer Stadt wie Gelsenkirchen tatsächlich zunächst einmal untersagen, solche durchaus in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifenden Maßnahmen, die damit verbunden sind, unter Abwägung aller Interessen, selbstverständlich, zunächst einmal einstweilen zu unterbinden. Und ich denke, das sollte unser Ansatz sein, dass erstmal unterbunden wird, anstatt es erstmal gewähren zu lassen, um anschließend irgendwelche verbindlichen Regeln dafür aufzustellen. Der Punkt ist doch der, es dauert ein Jahr bis 1,5 Jahre, bis solche Regeln tatsächlich aufgestellt sind, falls sie aufgestellt werden. So lange läuft das Projekt aber, weil Gelsenkirchen das einfach durchzieht. Weil Gelsenkirchen einfach blind ist, weil Gelsenkirchen einfach gepampert wird von Huawei und das im Zusammenhang mit Schalke 04 und dem entsprechenden Stadion, was eben auch von Huawei verkabelt und verkamerat ist, etc. pp. Und dann ziehen die das durch. Ja, whatever. So, also da glaube ich, dass der Antrag zwar sehr schön ist, aber leider Gottes nicht unsere Intention sein kann. Weil was die Landesregierung demnächst mal irgendwann vielleicht machen könnte, vor allen Dingen nach Ende dieser Legislaturperiode, ist fein. Aber bis dahin läuft das Ding, bis dahin sind alle Bürgerinnen und Bürger registriert, bis dahin sind die alle gescannt, gespeichert etc. pp. Da tut sich einfach nichts bis dahin, meine Meinung. Frank, bitte. Okay, ganz kurz dazu. Jetzt, du sagst, du hast angefangen damit, dass das Land ja nicht in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen kann, willst aber jetzt genau das. Richtig. So, genau. Und das sehe ich halt genau so, dass das nicht geht. Wir können nicht in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen, wollen das auch nicht. Und den Punkt, den du vermeiden willst, nämlich die kommunale, liest dir bitte den Punkt 4 durch, da steht genau das drin. Das kann sie nämlich heute schon machen. Ich zeige dir jetzt den Nachsatz, der hier noch drin steht, den du jetzt leider nicht lesen kannst, wo das noch ein bisschen aufgeführt ist, was die Kommunalaufsicht machen soll, und zwar ab jetzt sofort.
bei solchen Geschichten. Ja. Nochmal, es tut mir sehr leid, dass wir hier über Dinge reden, die ihr nicht alle vorliegen habt. Das ist leider so. Also, entweder vertagen wir das oder wir lassen es. Ja, vielleicht ganz kurz. Also vertagen halte ich für keine Option. Dieses Thema ist aktuell. Es gab verschiedene technische und andere Schwierigkeiten, dass es so lange gedauert hat. Pech gehabt. Entweder wir wollen das jetzt oder nicht. Also ihr wollt das oder nicht. Aber Dietmar, lieber Nixus, pass auf, wir machen das jetzt so. Der Antrag steht gar nicht auf der Tagesordnung. Gut. Weil wir kennen ihn gerade gar nicht. Gut. Und ich sage das jetzt auch in Absprache mit Grumpy. Der ist uns als Vorstand, Antrag, wie auch immer, er ist uns unbekannt. Wir können hier nicht über einen Antrag diskutieren, den es gar nicht gibt. So gut er auch sein mag, aber jetzt ist ja auch gerade schon wieder Kritik geäußert worden, jetzt müsste er wieder geändert werden. Ich weiß, dass der Toso gleich aus der Hose springt, weil hier, also egal wie wir Fristen verlängern, und ja, das war ein Fehler, und ja, diesen Fehler werden wir nicht wiederholen, weil anscheinend die Gewöhnung dazu führt, dass man es dann schön ausnutzt und noch weiter schiebt. Wir hatten schon mal das Problem mit den Fristen, wir haben es dann eine Zeit lang gut hinbekommen und jetzt sind wir mitten in einer Fraktionssitzung, kommt ein Antrag. Ich bin hier im Pad und ich kann hier nicht mir Anträge durchlesen und ich kann dem auch nicht zustimmen, weil ich weiß überhaupt nicht, worüber wir hier reden. Ich habe auch keine Zeit, mir jetzt hier noch 3 Seiten Antrag durchzulesen. Das ist das Problem. Und ich weiß, jeder Umstand mag alles sein, aber dann gibt es halt gewisse Anträge, die gibt es dann halt einfach nicht. Tut mir leid, ich weiß gar nicht, worüber wir hier reden. Darf ich also trotzdem antworten? Ich wollte auf die sachliche Kritik eingehen. Also nee, man kann natürlich alle möglichen Dinge fordern und sagen, wir erstmal untersagen, das kann man genauso fordern wie Regeln aufstellen und dafür sorgen, dass. Also das halte ich für eine zwar berechtigte Kritik, aber wir werden das sowieso nicht verhindern. Diese Kooperation läuft. Ja, darüber muss man sich klar sein. Wir können trotzdem das als Anlass nehmen, damit umzugehen und das hier ins Plenum zu bringen. Ja. Wenn, und das sage ich jetzt ergänzend, der Dietmar sehr wohl in der Lage ist, nach Umlauf oder nach Einreichen hier des Antrages das Ding zur Kenntnis zu nehmen, zu lesen. Mein Gott, dann können das auch alle anderen. Also wenn wir so unflexibel... Ja, ist okay. Wenn wir so unflexibel sind, damit nicht umzugehen, ist das okay. Ich nehme das auch zur Kenntnis so. Aber ich finde das ein bisschen bedauerlich. Wir haben Antragsschluss ist Einreichung beim Landtag 14 Uhr. Ja? Also bis dahin kann man alle Dinge tun oder lassen. Und wenn man sich jetzt auf Formalkram bezieht, finde ich das eher schade. Sorry. Also, liebe Leute, ich versuche es nochmal in aller Ruhe. Es gab keinen Antrag gestern um 10 Uhr, der fertig war. Nicht einen einzigen. Dann haben wir während der Vorstandssitzung gesagt, okay, die Vorstandssitzung lang ist noch Zeit. Dann kamen zumindest Antragstexte. Da sind keine Deckblätter bei. Jetzt kann man sagen, das ist ein technisches Detail, wir wollen gerne politisch reden. Aber die Deckblätter sind für die Mitarbeiter, die sich darum kümmern, nun mal extrem wichtig. Und wir müssen hier nun mal auch ein bisschen unsere Mitarbeiter in Schutz nehmen, die nicht ständig hinterherrennen können, welcher Antrag denn jetzt wo und mit welchem Statement gemacht werden soll. Also spätestens zu heute Morgen hätte zu jedem Antrag das Deckblatt vorliegen müssen. Dann erübrigt sich auch die Frage von Lukas, was ist daran überhaupt piratisch, was ist überhaupt unsere Zielrichtung, was ist überhaupt unser Statement? Wenn dann Anträge nachts um 4 kommen, ich lese morgens vor der Fraktionssitzung keine Mails mehr. Ich stehe auf, gehe duschen, komme hier hin. Dann wird gesagt, naja, das sind ja alles, die gab es ja alle schon. Und dann höre ich von Nadja aber, nee, die gab es so nicht. Das waren alles Platzhalteranträge, die sind geändert worden. Dann brauchen wir keine Fristen machen. Dann können wir sagen, die Frist ist Dienstag 14 Uhr. Und wer um 14:05 kommt und hat einen geilen Antrag, der kriegt den halt irgendwie noch dahin. Das kann aber doch nicht unser Ziel sein. Unser Anspruch ist doch, dass wir auch über Anträge vernünftig reden können, dass jeder den Antrag gelesen hat, dass jeder auch was sagen kann zu dem Antrag. Also, tut mir leid, Leute, einen Antrag mitten in die Fraktionssitzung zu schieben, ist für mich einfach nicht hinnehmbar. Ja, Olaf Dietmar. Ich gebe dir teilweise recht, nur einen Antrag abzulehnen, wegen der Nicht-Fristeinhaltung, finde ich ziemlich daneben. Wenn ich ihn nicht kenne, ich kann mich enthalten, ich kann dagegen stimmen aus dem Grund.
Ja, genau. Ich würde gerade sagen, was habe ich von Regeln, wenn ich mich selber mit Regeln blockiere? Und das ist immer wieder der Punkt. Ich finde es unheimlich ärgerlich, wenn hier Regeln eingehalten werden müssen, der Regel halber wegen. Wenn eine Sache nicht funktioniert, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich alle sagen, oh nee, den können wir gar nicht mehr lesen, ich kann den jetzt gar nicht beurteilen. Ja, okay, dann ist dem so. Aber doch nicht sagen, wir versuchen es gar nicht erst, weil die Frist ist nicht eingehalten worden. Ich muss dir ehrlich sagen, an der Stelle, klar, ich bin eigentlich nicht ein Fan von den Fristen, aber das ist ja allgemein bekannt. Weil ich finde, damit blockieren wir uns zum Teil mehr selber. Ich würde die Fristen in der Regel gerne lieber auch, wie du schon gerade sagst, als Richtlinien sehen. So, also ich plädiere dafür, dass wir über diesen Formalkram jetzt nicht weiter diskutieren. Das interessiert den Toten draußen, wie wir unsere Anträge machen oder nicht. Den Toten interessiert ganz sicher aber doch, was wir inhaltlich hier für politische Bullet Points setzen wollen. Das ist einer, Smart and Safe City, der die Menschen unmittelbar berührt. Und das ist einer, der unsere Kernbereiche, die Kernbereiche unseres Wirkens betrifft. Ja, es mag sein, dass der Antrag zu spät gekommen ist oder sehr spät gekommen ist, auch angesichts der Tatsache, dass das Ding ja nun thematisch hier bei uns in der Fraktion schon seit einigen Wochen rumgeistert. Nun ist der Antrag da. Ich habe da habe ihn überflogen, ja. Ich kann das zugegebenermaßen relativ zügig und dann auch entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen. Jetzt liegt mir der Antrag nochmal ausgedruckt, auch mit dem Nachsatz vor. Soweit, so gut. Verdammte Hacke. Wir wollen das Thema nicht als schicken, schönen Antrag haben, sondern wir wollen das Thema im Landtag Nordrhein-Westfalen auf die Debattenliste setzen. Und das sollten wir tun. Das sollten wir tun mit diesem Antrag. Das mag sein, dass der Antrag vielleicht wieder irgendwie einen Haken hat. Aber dann lasst uns es trotzdem tun. Lasst uns aber vor allem, Frank, ohne Feststellungsteil die Sache machen. Da würde ich... Bitte? Ja, der Feststellungsteil eben weg. Der Frank war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf der Konferenz Smart City in Amsterdam zum Beispiel, auf diesem Konvent da. Da wird sicherlich auch in der Rede noch einiges zu einfließen können. Der Antrag ist richtig, der Antrag ist notwendig und den Antrag müssen wir tun. Und zwar müssen wir ihn jetzt machen. Nur dann bitte ich darum, Ziffer 4 zu Ziffer 1 zu machen und das andere hinten ranzustellen, weil die Ziffer 4 ist das eigentliche Petitum, zu sagen, hey, Schluss damit, pass auf hier, Landesregierung, macht da Schluss an der Stelle, wo nach rechtlicher Abwägung und tatsächlicher Abwägung hier einfach die Rechte der Menschen beeinflusst werden. Damit können wir die Landesregierung in die Pflicht nehmen und wir sollten dieses Thema einfach auf die Debattenliste bringen. Fertig. Ja, ich bin 100% bei dir, Michel, was Regeln angeht. Wir brauchen die Regeln, wir müssen uns auch daran halten, müssen uns aber auch damit auseinandersetzen, wenn es mal Gründe gibt, dass wir die Regeln überschreiten. Das müssen wir dann definieren, in welchem Rahmen wir das machen und in welchem Rahmen wir das nicht zulassen. So. Aber nicht jetzt und wir hatten die Diskussion schon mal. Wir hatten die Diskussion schon mal. Ich bin gerne bereit, demnächst keine Anträge mehr zu machen. Ich schaffe es halt ohne Referenten nicht anders als jetzt. Tut mir leid. Punkt. Ja, der Nixus möchte noch was sagen. Also selbstverständlich, ich bin ja auch Mitarbeiter, ja. Und selbstverständlich ist es gut, Nadjas Interessen als Mitarbeiterin und auch alle anderen zu berücksichtigen. Das steht außer Frage. Aber es geht auch hier darum, ob man irgendwie Dinge noch tun kann, bis zur Einreichungsfrist oder nicht. Wenn man sie noch tun kann, dann sollte man sie tun und sie nicht an irgendwelchen Gesetzenfristen scheitern lassen. Und sorry, Michael, jetzt mal ganz ehrlich. Ich war Montag um 8 Uhr hier, um Dinge zu tun an diesem Antrag. Hätte ich das machen können und keine technischen Schwierigkeiten mit der Landtags-IT gehabt, ich möchte den Satz einfach beenden, dann seit 20:09 kann ich, wenn ich dann gesagt bekomme vom Fraktionsvorsitzenden, ich lese hier morgens vor der Fraktionssitzung keine E-Mails, ich dusche mich und komme dann um 10 hier hin, dann finde ich das auch ein Affront gegen mich als Mitarbeiter. Das meine ich jetzt auch mal sagen zu dürfen. Ja, ist okay. Ich bin hier auch um 10 Uhr, das wollen wir jetzt nicht austauschen. Es geht nur um die Frage, ich komme als Mitarbeiter um 8 Uhr hin, habe Probleme mit der Technik, deshalb passt es nicht. Ja? Und dann kriege ich gesagt vom Fraktionsvorsitzenden, ich komme hier hin und lese keine E-Mails vor der Fraktionssitzung. Das finde ich dann interessant, sorry. Nee, ist okay. Ja,
Alle, wer hier woher kommt. Ich nehme das auf mich, aber ich möchte dir noch eben mitgeben, dass das kein Angriff gegen dich war. Das weißt du. Ich habe auch nur das kommentiert. Gut. Was aber auch nichts geholfen hätte, weil der Antrag war gar nicht da heute Morgen, sondern der ist jetzt gerade erst gekommen. Ist auch egal. Ich nehme das jetzt auf. Sternchen, Antrag, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, wir diskutieren über irgendwas. So, gut, fangen wir oben an. Antrag digitale Bildung. Jetzt ist die Muni nicht da, aber ist egal. Gibt es jemanden, der sich gegen die Einbringung dieses Antrags ausspricht oder sich enthalten möchte? Nee, das geht nicht mehr, weil wir zwei neue Anträge haben. Wir haben zwei, die gerade noch reingekommen sind, jetzt können wir nicht mehr im Block abstimmen. Gibt es nicht. Antrag Prävention von Radikalisierung von Frank. Gibt es jemanden, der dagegen sich enthalten möchte? Das ist nicht der Fall. Antrag Steuerschlupflöcher Schäuble von Dietmar. Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte oder dagegen stimmen möchte? Das ist nicht der Fall. Gibt es jemanden, der dagegen ist oder sich enthalten möchte beim Antrag Meinungsfreiheit von Frank? Das ist nicht der Fall. Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte oder dagegen stimmen beim Antrag Sparkassen-Dispo-Deckel von Dietmar? Auch das ist nicht der Fall. Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte oder dagegen stimmen möchte beim Thema Integration, der gemeinsame Antrag? Der ist, existiert ja noch nicht. Der ist außerhalb aller Fristen, der wird nächste Woche Dienstag abgestimmt. Alles klar, stimmen wir nächste Woche Dienstag ab, kommt so ins Protokoll. Ist jemand dagegen oder möchte sich enthalten, dass wir auf den Antrag SPD, Bündnis 90 Die Grünen zum FDP-Antrag gehen, den Entschließungsantrag? Nein. Stärkung der betrieblichen privaten Altersvorsorge. So, wer ist dagegen? Wer möchte sich enthalten? Vier Enthaltungen von Grumpy, fünf Enthaltungen von Nico, sechs Enthaltungen. So, wer sich enthalten möchte, meldet sich bitte jetzt. Danke, Nico. Lukas, Nico. Olli. Olaf, Dietmar, Grumpy und Michelle. Clooney ist tot. Ach nee, doch, nur Götz George. Bud Spencer. Das liegt viel schwerer. Sie nannten ihn Mücke. Die Briten haben übrigens 3 Millionen Unterschriften, wollen das Spiel wiederholen. Hätte ja keiner ahnen können, dass man wenn man verliert, ausscheidet. Frank enthält sich dann auch noch. Der Olli hat sich auch enthalten, der Dietmar hat sich enthalten. So, findet sich jemand in der Liste jetzt nicht wieder der Enthaltung? Olaf, Michelle, Grumpy, Lukas, Dietmar, Frank, Nico, Oliver. Hat sich noch jemand enthalten, der jetzt nicht in dieser Liste steht? Nein, danke. Wer ist dagegen? Ich frage nochmal. Vielleicht hat sich auch nochmal jemand entschieden. Jetzt frage ich positiv, wer ist dafür? So viel Macht in einer Hand. Ah, in zwei Händen. Sehr geil. Ich sehe da eine gewisse regionale Korrelation. So. Dann tun wir das. Moni und Simone waren nicht da. Genau. N.A. So. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Antrag. Wo habt ihr den denn jetzt hinspringen lassen? Ich suche auch gerade. Mann, das war eine kurze Diskussion. Da unten ist er. Antrag Frank zum Thema Huawei. Wie einstimmig dafür, das kann schon mal nicht richtig sein. Ich mache das mal weg. So, wer ist gegen den Antrag Huawei Frank? Achso, du hast jetzt was? Der Huawei Frank Antrag ist jetzt dran. Wer ist dagegen? Huawei macht echt scheiß Hardware. Keine Ahnung. Auf dem NRW-Fest hatten die einen Stand. Habe ich auf so einem Display rumgetippt. Zwei dagegen. Wer will sich enthalten? Beim eigenen. Jetzt wird es richtig lustig. Frank enthält sich beim eigenen Antrag. Lukas, Frank, Olli. Wer hat sich noch enthalten? Moni und Simone. Die beiden Simonis. Wer stimmt dafür?
Das muss man jetzt auch. Wer stimmt für den Antrag? Ich heiße Likas, nenn mich Likas. Toso, Dietmar, Stefan und Nico. Ich bin dafür. Das sind auch nicht teilnehmen. Frank ist nicht dafür. Und Olaf ist auch noch dafür. Joachim hat sich auch noch entschieden, dafür zu sein. So, fertig? Auf den Frank. Okay, ich übernehme den. Unter Druck. Brauchst du nicht übernehmen, der ist angenommen. So. Darf ich noch kurz? Niemand hat gesagt, das wird der Demokratie sein. So, der Grumpy hat jetzt ein paar technische Anmerkungen an alle Antragsteller. Bitte zuhören. Okay, ganz kurz. Moni? Ich frage nur sicherheitshalber jetzt noch einmal nach. Überweisung, Bildung, Block 2. Ich frage sicherheitshalber nur einmal nach. Prävention von Radikalisierung, Frank. Überweisung. Block 1. Okay. Dann Haushaltsänderungsantrag dazu. Kommt ja noch. Steuer. Das zeige ich einmal immer vor, damit ich nicht das dicke 2000 rausholen muss, wenn ich im Bus einsteigen will. Ist das jetzt ein Wunsch? Ja. Das ist wirklich ein Wunsch. Ich habe ja noch das da. Ja, natürlich. So. Manchmal lohnt es sich dann doch mal nachzufragen. So, Steuerschlupflöcher. Direkte Abstimmung, Haushalt und Finanzen. Pur. Also, gibt ja eh keine Überweisung. Meinungsfreiheit. Sparkassen-Dispo-Deckel, Dietmar. Entschuldigung, Block 2. Eine direkte Abstimmung im Block 2 ist sehr ungewöhnlich, sehr selten. Genau, und wird aus folgendem nicht gut Grund. Konnotiert. Aus folgendem Grund. Es gibt zwei wesentliche Teilaspekte, die in die Debatte einfließen werden. Das eine wird sein, Kontra, weil das geht nicht. Ne? So nach dem Motto, das ist kein Sparkassenorganisationsrecht und deswegen können wir das nicht. Und das andere ist der, ich nenne das jetzt einfach mal so, bitte nicht zu ernst nehmen, der ideologische Teil, der dahinter steckt, der sozialpolitische, gut, der Gesellschaft, ja, und so weiter und so fort. Also Block 2. Falls es allerdings Widerspruch oder Widerstand dagegen in der PGF-Runde geben sollte. Selbst wenn es ihn gibt, dann kriege ich das schon hin irgendwie. Ich werde es versuchen, wie immer. Ja. Integration kommt ja noch, dann kommt eine lange Zeit nichts. Gelsenkirchen, ich versuche mal das Wort des Firmen. Ich bin schon dran. So. Okay. So, dann die Frage. Jetzt bitte nochmal alle aufpassen. 10.19 Uhr, Monika Pieper, Antrag Bildung hoch 4, korrekt? Version? Jetzt, gerade eben, während der laufenden Sitzung. Dankeschön. Dietmar Schulz, Deckblatt 1046, Dietmar Schulz, Steuerschlupfloch, korrigiert 11 Uhr, ist dann so gesetzt. Und alle anderen, so wie sie jetzt vorliegen, raus damit. Okay, wunderbar. Ja, machen wir. Nadja, danke. Safe City Konzepte Block 1 innen. Hast du den inzwischen, Nadja? Ich habe ihn jetzt mehr. Ach so, Entschuldigung. Auch noch einmal die Anmerkung. Eine Mail an Antrag. Genau, noch einmal die Anmerkung. Er liegt uns nicht vor. Und nichts was auch. Das sind die beiden Einzigen, die da was tun. Ja, dann los. Ich sehe das ja raus. Dann müssen wir jetzt auch machen. Aber die haben eine begrenzte Anzahl Menschen. Ja. Wir sitzen hier und reden davon. Frank, nochmal. Die Nadja braucht aber einen Antrag. Mir ist egal, was sie jetzt sagt. Klar. Ja, das andere, dass sie nicht. Wenn du redest, umso weniger Antrag.
Mehr habe ich gar nicht gesagt. So, das heißt, wenn ich jetzt hier verabschieden kann, ja, der Nadja auch den Antrag. Ja, Frank, danke. Ja. Ja, hoffen wir doch. Ja, das ja. Video brauchst du nicht. Und jetzt nicht, beleidigt. Ist einfach bin nicht ich bin ja, das ist nur für die Vorwürfe. Nee, dann machen wir das aber noch so. Ja. So, dann sind wir fertig mit Top 5. Top 6 ist Open Antrag. Aufgrund der Anträge jetzt und aufgrund dessen auch, dass, dass der Mario nicht da ist und so weiter, wenn wir Open Antrag auf nächste Woche verschieben, da wird wieder was vorgestellt. Ja. Top 7 ist die dezentrale Fraktionssitzung am 5.7. Da gibt es einen kurzen Wortbeitrag von Hartmut zu. Wenn nächste Woche jemand Lust hat, am K-Office die Fraktionssitzung an der Fraktionssitzung teilzunehmen, müssten wir heute einen Beschluss fassen. Das ist sozusagen nur ein Vorratspunkt, den wir immer wieder vorsehen, falls das einer möchte. Wenn es jemand möchte, müssten wir heute nur den Beschluss fassen. Ich fände es schön. Der Daniel Düngel hat sich angemeldet für den Termin. Gut, gut, dann brauchen wir jetzt den Beschluss. Daniel, nächste Woche, Daniel darf nächste Woche am K-Office in Oberhausen, war das, ne? Am K-Office in Oberhausen teilnehmen und dann auch von da aus bei uns in der Fraktionssitzung teilnehmen. Gibt es jemanden, der dagegen ist? Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte? Nein, dann haben wir das jetzt gemacht. Kommen wir zu Top 8, Sonstiges. Happy Caps Lock Day, soll ich noch sagen? Hugh Laurie schlägt vor, Best of Three. So, das war mein letzter England-Fußballwitz für heute. Dann sind wir fertig mit dem öffentlichen Teil. 11.38 Uhr und wir machen Pause bis 11.50 Uhr. 12 Minuten und dann geht es mit dem Mitarbeiter öffentlichen Teil weiter. Pause 11.50 Uhr. Auf Wiedersehen, K-Office und Stream. Nicht, weil Stream ja nicht geht. Okay, auf Wiedersehen, Aufzeichnung.